Und die Welt verdunkelte sich abermals. Grauer Rauch und der Geruch von verbranntem Fleisch zog über das Land. Überall in Franken brannten Scheiterhaufen. In Gerolzhofen wurde ein Drittel der Bevölkerung hingerichtet. Frauen, Kinder, Männer. Es war die Zeit absoluter Willkür. Hexenwahn. Um 1580 begann in Franken eine unvorstellbare Tötungswelle. Etliche tausend Menschen wurden verbrannt. Ihre Geschichte wird nun erstmals erzählt. Auch die von Christina Gerber, 1616 hingerichtet. In ihrem Garten wuchsen die schönsten Birnen. Drei Burschen stiegen ein und stahlen sie. Als die Gerberin den Dieben Strafe androhte, befiel diese panische Hexenfurcht. Sie wolle angeblich beim nächsten Todesfall dem Verstorbenen drei mit Kot beschmierte Birnen ins Grab werfen. Damit seien die Diebe dem Tod geweiht. Beim nächsten Begräbnis tat sie, so hieß es, wie angekündigt. Einer der Diebe wurde bald krank, ein zweiter verstarb. Bei der Festnahme fluchte sie, statt zu beten, zog ein Messer und drohte, jeden zu töten, der sie anfasse. Sie wurde überwältigt und derart heftig gefoltert, dass sie dabei starb. Für Frauen wie die Gerberin gab es keine Gnade. Hier in Unterfranken und auch Oberfranken ist besonders interessant, dass in den Städten Gerolzhofen und Zeil, also wirklich Exempel statuiert worden sind. Das sind beide Städte, die sich heftigst gegen die Gegenreformation gewehrt hatten. Und dort sind ja Hexen in Massen verbrannt worden und dort sind extra Verbrennungsöfen errichtet worden, um die vielen Hexen halt möglichst schnell zu verbrennen. Es herrschte Angst vor Schadenzauber. Grund war ein Naturphänomen. Die kleine Eiszeit, die ab 1560 auch Franken unter Kälte erstarren ließ. Bruegel malte damals dieses Gemälde, denn sogar in den Niederlanden froren Gewässer und Kanäle, was nie zuvor passiert war. Franken traf die Kälte besonders hart. Durch die Klimaveränderung erfroren Wein und Getreide. Die Menschen hungerten, wurden krank, starben. Da besann man sich wieder der Überlieferung, dass Hexen schlechtes Wetter machen können. Schon 1484 werden die rechtlichen Grundlagen gelegt. Papst Innozenz erlässt die Hexenbulle, ermächtigt die Inquisitoren, gegen Hexen vorzugehen. Bald danach folgt die Schrift Hexenhammer des Inquisitors Heinrich Kramer. Der Buchdruck sorgt für schnelle Verbreitung. In den Fürstbistümern Würzburg und Bamberg steigert sich die Hexenverfolgung zum Exzess. Die Opfer sind meist Frauen. Man hat gedacht, die Hexen holen die kleinen Kinder, zaubern aus der Nachgeburt einen Wechselbalg und legen den dann in die Wiege. Deswegen sind oft an alten Wiegen auch Pentagramme oder Drudenfüße, um die Hexen abzuhalten. Die Nachgeburtstöpfe werden in den Kellern versteckt, damit sie nicht in die Hände einer Hexe geraten können. Aufgrund ihrer Nähe zu neu- und totgeborenen Kindern gelten Hebammen als verdächtig. Von der Glößlerin, der Hebamme von Iphofen, wird erzählt, sie habe bei der Herstellung der Hexensalbe geholfen und eine Frau in Gestalt einer Schlange erschreckt. Daraufhin hatte diese einen Abgang. Die Glößlerin riet dem Mann, das tote Kind im Hof zu begraben. Nun warf man ihr vor, sie habe die Nachgeburt an sich genommen und für zauberische Zwecke verwendet. Die Hebamme wurde einer schweren Folter unterzogen. Sie aber blieb standhaft, sodass sie, als eine von ganz wenigen Angeklagten, nicht auf den Scheiterhaufen musste. Der Hexenwahn nahm seinen Anfang an einer großen historischen Wende, beim Übergang vom Mittelalter in die Neuzeit. Die Entdeckung Amerikas, Reformation, Humanismus, Licht. Und genau zu diesem Zeitpunkt nimmt die Irrationalität die schlimmste Form an. Unter dem Würzburger Fürstbischof Philipp Adolf von Ehrenberg spitzen sich die Hexenverfolgungen aufs Grausamste zu. Extreme Frosteinbrüche. Die Bevölkerung verlangt die Hinrichtung der Hexen. Allein im Hochstift Würzburg werden 900 Menschen getötet. Sogar seinen eigenen Neffen lässt Ehrenberg köpfen und verbrennen. Die Hinrichtungen waren auch ein Geschäft. Die Familie der Hexe musste Holz und Ketten bezahlen, den Scharfrichter, die Folterknechte, das Hexenhemd.
Eine Hinrichtung kostete das zweifache Jahreseinkommen eines Handwerkers. Die Nachkommen wurden ruiniert. Und fast bei jedem Fall wurde präzise Protokoll geführt. Doch die Schicksale waren bislang im Archiv vergraben. Auch das Schicksal von Barbara Lump. Sie soll den Brunnen von Iphofen vergiftet haben, so die Anklage. Sie habe aus allen vier Rohren getrunken, ausgespien und mit dem Fuß darüber gescharrt. Auf diese Weise sei das Wasser verhext worden und hätte schwere Krankheiten verursacht. Sie wird vor das Sendgericht gestellt, zunächst gütlich und dann peinlich verhört. Und unter der Folter gesteht sie nun alles, was man damals unter dem Delikt der Hexerei subsumierte. Die Teufelsbuhlschaft, den Geschlechtsverkehr mit dem Teufel in ihrem Weinberg, die Herstellung der Hexensalbe, die Teilnahme am Hexensabbat. 1616 wird Barbara Lump in Iphofen verbrannt. Als besondere Gnade wird sie auf Geheiß des Fürstbischofs vorher stranguliert. Viele tausend Hinrichtungen allein in Franken. Die Kirchen haben wenig getan, diesen Massenmord aufzuarbeiten. Erst jetzt geben die Forscher von Iphofen den Opfern ihre Geschichte zurück.